mal die Mauer in Bewegung kommt. Und deswegen großes Augenmerk, allergrößtes Augenmerk, Fundament. Wenn man da schludert, dann kann man das andere Geschäft wegschmeißen. Es taugt dann alles nichts, da kann ich mauern wie ein Weltmeister. Wenn ich unten meine Stoßschrägen einsetze, dann wird das alles nichts. Und wenn ich in der Situation bin, ich muss sie einkagen, die Mauer, was ist da passiert, und dann die Gegenmaßnahme, die richtige Gegenmaßnahme treffen. So, dann können wir Festspur machen. So, dass er sagt, hopp, dass er auslagert. Und also, der ist ein bisschen der Weg halt auch runter. Das ist schon richtig Arbeit, körperlich hart und trotzdem geistig gefordert, dass die richtigen Stauden am richtigen Platz drin sind. Ja, vor allem das Hintergemäuer. Gerade das Hintergemäuer, das ist eigentlich das, was die Mauer hält. Also spätestens also auch am Mittagessen mit dem Liedschiff soll beherrschen. Ja, die ganze Geschichte überblickt. Ja. Für das Brennholz? Du sagst noch Stopp. Ja. Anpolst schon mal, ne? Schon so lassen. Ja, das. Mal sehen, was rauskommt aus dem schwarzen Kasten. So, jetzt sind wir. Der Schuh, der übertragen wird, der da auf diese kleinere Stelle kommt. Und das muss dieser Pfeiler alles abfangen. Und der dient auch gleichzeitig.
als Anschluss wieder, als Stabilitätsfaktor, wenn die Mauer einfällt, dann haben wir da direkt einen Anschluss. Und es gibt noch. Ich hätte jetzt mal probieren, ob man so weit umgeht, dann stellen wir ihn auf. Ja, dann bocken wir dann auf, ja. Und dann kann man mal. Ja, so ist es. Ja. Gut, ja. Ein bisschen zu wenig, noch ein bisschen zu wenig vielleicht. Aber der Reifen, nein. Es bleibt mal so stand, dass ich da und so, ja, eben mal so, ja. Ja, genau so, ja. So, so, so ist es so. Gut, jetzt muss ich frisieren sollen, oder wie? Ja? Bitte? Hätte ich auch die Frisur richtig machen sollen. Das wäre gut gewesen, ja. Ich brauche einen Hut auf, gell, da geht's noch. Nee, ich brauche den Hut leider. Ich habe kein Haar mehr. Was? Und bevor sich dann Krebs oben drauf bildet. Ja. Die Sonne hat der Doktor gesagt, ohne Hut geht es nicht in die Sonne. Ich will für die Reporter noch Brillen ausleihen, wir haben Brillen da. Ich schau weg. Ja, ja. So, jetzt ist es so. Und bei dem einen Stein sieht man genau, dass der nach vorne kippt ist. Ja, ja. Ist abgesackt. Ja, der muss, wenn da eingeschlossen wird, muss der ganz raus. Mhm. Ja, sonst kann man nicht erschließen. Ja, das ist jetzt das im Prinzip das Provisorium, da dieser Anschluss halt. Ja. Ja. Das ist nämlich auch bei uns in die Weinberge hauptsächlich der Grund, weshalb ich morgen einschätze, weil das Fundament unten absackt. Ja, und das kann ich schätzen. Zurückfahren, wenn es alles geht. Können wir nachher herfahren im Schlepper. Nein, das genügt immer. Kann schon mal lassen. Nehmen wir mal die Regie da noch was. So, jetzt. Was ist denn da? Irgendein von denen große. Ja, das steht vor. Verkeilung kriege ich da. Und da. Die sind schon sortiert. Ja. Wir sind in der Mitte des Anordnungsplatzes. Ja, ist egal. Wenn es mich juckt, dann kann ich das immer noch nachhauen. Ja. Ja. Jetzt müssen wir da unterstampfen. Ja, und nehmt ihr da Kreisstahl? Ja, du weißt, nicht unterstampfen. Nein, aber mit einem Kreisstuhl. Das ist so Schrobbermaterial, auch so größere. Das ist 19, aber das ist falsch. Ich kann das schon hammern.
Und da einfach ein paar geschickte Stäuben drunter passen und dann voll von der Stopfe da drauf stehen, dass er nicht mehr kumpelt. Und da kann man ein paar Schläge mit Vorschlag haben geben, dass er sitzt. Ich möchte noch ein paar Steine. Einbau ist hoch, hier ist, bitte Versteinerung oben. Durchlaufen? Ja, ja. Lauf ruhig durch. Das gehört dazu. Ich komme hier rausschneiden, ich finde das. Was ist was von uns? Das macht nichts, na, das Film. Aber bloß an der Stoßseite muss er höher. Und so ein bisschen Schotter drunter quasi mit der Schaufel. Ja, ja, ja. Und da hätte ich ne? Bloß Klappe. Klappe. Klappe ist ja. So noch zu. Bergseite. Anderswo. Anderswo. Nee, von vorne. Ja, genau. Und jetzt sind wir da, ja. Da runter. Nur da. Fertig, fertig, fertig. Schiebe, der passt da schon schön das Ding hinein. Ein bisschen hoch wieder. Diese Spalte. Da sitzt er an. Ja, gut. Also noch ein bisschen raus. Welches war immer? Vorschlag haben wir, wenn man das so satt sitzt, dann unterstopfen. Also, falls das war der Stopp. Da ist jetzt, da liegt der Ofen. Ja? Da rein. Kann ich? Ja, da ist jetzt der Ofen. Genau. Nee, ich glaube noch ein Vortrag. Die Stabilität muss dann gewährleistet werden, also bei Hochbau. Da müssen Stehlen hinein, die wir nachher runterklappen können, wie man da entsteht, aber das ist noch eine technische Möglichkeit. Beim Mauerwerk ist es schwierig, auch ähnlich, aber mit einem 1,20 Meter ist das sowas so viel. Da hat natürlich hier noch ein bisschen raus, oder? Nee, nicht so einfach. Okay. Weißt du? Das ist ja wurscht, ja. Ob der die Linie jetzt einhält oder nicht. Ja. Geschrieben 1,20 Meter darf man abgraben und dann muss man die Mauer wieder fixieren. Also wenn man es betoniert, muss man dazu sagen, warten bis hart ist oder so. Aber sie dürfen nur in Abständen von 1,20 Meter nach der VOB diese Sache machen, ausführen. Ja?